So, und noch ein Teilbarkeitsbeweis hier, ein Teilbarkeitsbeweise am laufenden Band für alle A, B, C aus Z gilt A teilt B und A teilt C. Daraus folgt A teilt auch B mal C. Ja? So, na, machen wir mal das Standardprogramm. Kommt hier. Sein A, B, C. Element Z fest, aber beliebig, ne? Ist eine Implikation zu zeigen, das heißt, wir gehen mal von der Voraussetzung aus, es gelte A teilt B und A teilt C. Okay, mit der Teilbarkeitsdefinition können wir schließen. Also, es existiert ein Q1 aus Z mit A mal Q1 gleich B. Und es existiert ein Q2 aus Z mit A mal Q2 gleich C. Jetzt wollen wir zeigen, dass A auch B mal C teilt. Ne? B mal C, da könnte man auf die Idee kommen, die beiden Gleichungen, jeweils die beiden Seiten miteinander zu multiplizieren. Ne? Dann steht links A mal Q1 mal A mal Q2 ist gleich B mal C. Naja, und jetzt ist ja sozusagen das Ziel, B mal C als Produkt von A und irgendwas anderem darzustellen, ne? Damit wir zeigen können, dass A B mal C teilt. Jetzt haben wir hier aber ein Produkt, wo A mit drin ist. Und letztlich können wir doch Folgendes sagen, ne? Wir können hier das A mal, wir können mal so umklammern, dass wir sehen, was wir haben wollen, ja? So. Hier steht ja A mal Q1 mal A mal Q2. Das ist dasselbe wie A mal Q1 mal A mal Q2. So. Und naja, das hier, dieses Ding hier, das ist aus Z. Da muss man ein bisschen aufpassen. Häufig passiert an der Stelle der Fehler, dass man dieses A weglässt, nur ein A rauszieht oder so, weil man denkt, das wäre das Distributivgesetz hier anzuwenden, aber das ist gar nicht anzuwenden. Wir haben ja keine Mischung aus Addition und Multiplikation, wir haben eine reine Multiplikation, reines Produkt, das aus mehreren Faktoren besteht. Da darf man kein Distributivgesetz anwenden. Der Fehler wird hier aber häufig gemacht, weil also dieses A wird häufig unterschlagen. Das darf man aber nicht unterschlagen an der Stelle. So, man sieht aber, Q1 ist aus Z, A ist aus Z, Q2 ist aus Z, also ist auch das Produkt von den dreien aus Z. Und damit können wir schließen, A teilt B mal C. QED. Und was sich reimt, ist gut.